So, hallo und herzlich willkommen hier bei meinem Review-Video zum Kymco Downtown 350i ABS. Das ist mein Roller, mit dem ich jetzt schon knapp über 4000 Kilometer gefahren bin und bin nach wie vor sehr zufrieden damit. Hier bloß ein bisschen langsam, weil da kommt Gegenverkehr. Na, fahr zu. Wunderbar. Du auch. Und weiter geht's. Ja, wie ihr sehen könnt, Durchschnittsverbrauch im, sag mal, Kurzstreckenverkehr liegt so ungefähr bei 4,3 Liter. Das Visier zu. Wenn man sich ein bisschen mehr im Griff hat, geht es auch mit deutlich weniger. Ich würde behaupten, so 3,8 Liter auf Strecke sind realistisch. Ich weiß bloß nicht, wie lange wir jetzt herumfahren werden, weil hier sieht zwar der Himmel noch wunderbar aus, aber wenn ich hier in den Rückspiegel schaue, ich weiß nicht, ob ihr es seht, da sieht es schon ziemlich stahlgrau aus. Ich werde hier jetzt einfach mal rausfahren. Und dann können wir uns den Kymco ein bisschen anschauen. Ich hoffe bloß, der Helm dröhnt nicht so sehr. Hier mal stehen. Jetzt habe ich den Seitenständer raus. Zunächst hier, ich weiß nicht, ob man es einigermaßen erkennen kann, die Tachobeleuchtung ist blau und man kann hier also durch diverse Bordcomputer-Einstellungen schalten. Kilometer pro Liter, also die Amis wollen das ja immer gern, Miles per Gallon. Liter auf 100 Kilometer Momentanverbrauch oder Durchschnittsverbrauch. Aktuelle Bordspannung, Lufttemperatur, der Durchschnitt der Kilometer pro Liter und der Durchschnitt der Liter auf 100 Kilometer für die aktuelle Tankfüllung. Hier unten haben wir den Trip-Rechner. Auch den kann man umstellen. Trip A, Trip B. Oil Service 2114, das kann so nicht sein. Da stimmt was nicht. Oder in 2114, das kann sehr gut sein. Das glaube ich schon eher hier. Kilometerstand und wieder Retour. So, machen wir hier mal aus, sonst brennt uns die ganze Zeit. Ah ja, wobei, das zeige ich euch noch. Das sieht nämlich, ich mache es gleich nochmal. Hier, die Zeiger schlagen dann immer so nett aus wie bei irgendeinem Sportwagen. Gehen wieder in die Nullstellung zurück. Man sieht hier schon das ABS-Warnlämpchen. Der Kymco hat nämlich ABS der neuesten Generation und wenn wir uns das jetzt hier von vorne mal anschauen, eigentlich eine ziemlich coole Front hier mit diesen Angel Eyes und ja, ich würde sagen, im Rückspiegel kann man da durchaus auch mal den Downy für ein Motorrad halten. Hier auch LED Rückleuchten. Die Givi oder Givi, ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Topcase-Brücke ist nicht serienmäßig. Ansonsten habe ich hier nichts verbastelt. Schöne Aluminium-Sozius-Rasten. Der Originalauspuff. Jo, diese Neonstreifen habe ich aufgeklebt. Hier, 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 hier. Und hier sieht zwar ein bisschen kacke aus, muss ich zugeben, aber ja, wenn es nur einmal dazu führt, dass man besser gesehen wird, hat es sich dann doch rentiert. Entschuldigt bitte den Verhau. Ja, immer kleines Brotzeitmesser, Badehose und Zeug und Sach. Also wirklich ein riesen Staufach. Da bringt man zwei Integralhelme unter und hier mit LED-Beleuchtung. Wirklich, wirklich wunderbar.
Was sehe ich denn hier? Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Wird bestimmt irgendwas furchtbar Wichtiges sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr großer Stauraum. Mit dem Ding kann man eigentlich fast schon einkaufen gehen. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Lässt sich einfach öffnen, indem man hier den Zündschlüssel nach, ja, oder entgegen dem Uhrzeigersinn dreht. Dann macht's klack. Dann entriegelt es. Und netter Gag, hier wenn man drauf drückt, dann springt so ein Vandalismusschutz ein. Kann man hier mit der Oberseite des Schlüssels wieder rausdrehen. Und ja, ansonsten alles da, was man braucht. Seitenständer, Hauptständer auch. Den zeige ich jetzt nicht. Ich denke, alle wissen, wie ein Hauptständer aussieht. Hier die Spiegel sitzen ziemlich stramm. Also mal eben aus Versehen verstellen, funktioniert nicht. Hier oben geht es ein bisschen leichter. Elektrostarter, Notaus, Warnblinkanlage, verstellbare Bremshebel, Fernlicht. Nur mal kurz zum Auftasten des Fernlichts. Blinker links, Blinker rechts, Hupe. Ja. Springt auf Anhieb an, wunderschön. Und wie gesagt, jetzt drehen wir mal eine kleine Runde. Ich fahre jetzt kurz auf die Bundesstraße hoch, damit man auch mal einen ungefähren Eindruck bekommt, wie der Kymco so beschleunigt. Zur Leistung, der 350i hat 30 PS aus 300, ich glaube es waren 21 Kubikzentimeter, lass es 320 gewesen sein, also es ist kein 350 Kubikzentimeter Motor, wie der Name das vermuten lässt. Das nicht, so frei ist es. Und jetzt reiße ich mal auf. Man hört schon, der Einzylinder ist dann ziemlich knurrig, aber es geht zügig voran. Jetzt nicht wirklich irgendwelche Sportmaschinen-Charakteristiken, aber doch mehr als ausreichend, um im Verkehr mitzuschwimmen. Kurvenlage, muss ich sagen, bin ich beim Kymco auch, ja, ich will nicht sagen begeistert. Ich bin immer große Sportmaschinen gefahren, aber wobei, ja, ich denke doch, also für einen Roller ist die Kurvenlage wirklich sehr gut. Der Windschutz ist auch gut. Ich bin jetzt allerdings nicht der größte Fahrer und sitze jetzt hier eigentlich immer genau in diesem, in dieser Windverwirbelung mit dem Helm durch manchmal ein bisschen leid sein kann. Also ich bin so um die 1,73 Meter groß oder klein. Und ja, Leute, die so groß sind, haben da vielleicht ein bisschen Probleme. So, jetzt fahren wir hier mal raus. Und bei der Gelegenheit steige ich auch mal in die Eisen. Und ja, war jetzt nicht unbedingt eine Vollbremsung. Am Hinterrad hat es ABS geregelt. Aber der Kymco kann auch sehr gut Anker werfen. Ui, da hinten sieht es ja wild aus. Schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video erkennen kann, aber das sieht aus wie ein halber Waldbrand. Verrückt. So, jetzt machen wir den Helm mal wieder auf, sonst wird es mir ein bisschen zu warm. Also zum Mitschwimmen im Stadtverkehr ist der Motor mehr als geeignet. Das ist ein bisschen knurriger, drehmomentstarker Einzylinder und mit dem kann man da wirklich sehr zufrieden sein. Und das Lustige ist, da kann man auch tatsächlich, ja, ich will jetzt nicht sagen verblasen, aber manch größere Motorräder vielleicht doch mal ein bisschen stehen lassen, wenn die nicht gleich den ersten Gang einlegen oder so. Ich meine, du musst ja nur zack und schon geht's los. Sicher, die Variomatik braucht immer ein bisschen, bis der Kraftschluss hergestellt ist. Jada, jada, jada. Also wenn einer es wirklich drauf anlegt, einen Sprint hinzulegen, dann kommst du dann mit dem natürlich nicht hinterher. Aber ich sag mal, für ja,
90% aller Autos reicht's. Und der Kymco ist auch agil und schmal genug, um sich da im Straßenverkehr ordentlich durchzuschlängeln, wenn es mal wieder an der Ampel sich staut. Lässt sich auch einigermaßen durch die Kurven drücken. Auch wenn uns einer hier ein bisschen auf seiner Bahn entgegen oder auf unserer Bahn entgegenkommt, fast schon. Ui, jetzt wird es ja aber ganz schön duster. Also ich fühle mich sicher auf dem Ding. Es tut, was es soll. Ist einfach im besten Sinne. Ja. Ja, einfach unauffällig. Springt an. Ich habe den im Winter 3 Monate in der Garage stehen gehabt. Nicht am Ladegerät. Ich weiß, sollte man ja machen. Aber ist auch gleich aufs erste Mal ohne Probleme wieder angesprungen. Als Fahrer, ich persönlich finde mit Schutzausrüstung hier unten vielleicht, es hätte ein bisschen weiter gehen können, weil hiervon, wann lege ich meinen Fuß hier ab? Nie. Ja, also ich hätte vielleicht die Trittbretter ein bisschen weiter nach vorne gezogen oder vielleicht diesen Sattelhöcker für den Fahrer ein bisschen weiter nach hinten verlegt. Einfach, dass man da ein bisschen mehr Platz hat, die Beine auszustrecken. Aber ich kann also mit dieser Sitzkonfiguration, wie gesagt, als nicht allzu großer Mensch, das kommt mir da wieder entgegen, an einem Tag durchaus meine 300 Kilometer runterreißen, habe ich schon gemacht, ohne dass ich da jetzt allzu große Probleme damit habe. Du sitzt im Grunde genommen sowieso da wie ein alter Mann, also aufrecht, Arme gerade nach vorne, nicht so zusammengebuckelt wie bei manchen Sportmaschinen. Ja, oder hier jetzt ist doch ein schönes Beispiel. Hier einfach wuseln wir uns hier links vorbei, haben immer schön die Ampel im Blick. Dann fahren wir mal los. Jetzt kommt der hier ein bisschen näher an uns ran. Keine Ahnung, was der möchte. Geht's und kleiner und immer kleiner wird er. Also man legt jetzt hier natürlich mit den 30 PS keinen Kavalierstart hin, aber ich finde, das Ding macht einfach immer wieder Spaß. Also so viel Spaß für kleines Geld habe ich sonst noch nie erlebt. Ich habe, wie gesagt, tausender Supersportler schon gefahren. Hayabusa bin ich auch schon gefahren. Und ich hatte mit keinem anderen Motorrad bisher so viel Spaß wie mit diesem kleinen Kymco. Einfach weil es, ja, es ist einfach idiotensicher. Gas geben, Bremsen, Hupen. Mehr musst du nicht machen. Musst nicht kuppeln, musst dich nicht mit dem Leerlauf rumärgern. Ist einfach angenehm. Die Verarbeitung ist, ich würde sagen, für eine Rolle in diesem Preissegment absolut hochwertig. Kann bisher absolut nichts Negatives dazu sagen. Das Fernlicht ist hell. Die Front sieht sportlich aggressiv aus. Also eigentlich das ganze Design vom Downy ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Das Einzige, was ich mir noch wünschen würde, wäre zumindest optional Heizgriffe. Vielleicht eine Scheibe, die ein bisschen tourentauglicher ist, ein bisschen höher, ein bisschen mehr Windschutz verspricht. Einfach, ja, zum einen, dass halt nicht so laut ist und zum anderen, dass man auch bei Windwetter und in der kälteren Jahreszeit einfach ein bisschen mehr, ja, am Fahren hat und sich nicht unbedingt die Finger abfriert oder vielleicht an den Beinen zieht es auch ein bisschen. Da könnte man vielleicht auch noch so einen kleinen Windabweiser hin machen. Aber gut,
das ist jetzt wirklich Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Was ich noch verbaut habe, sind die Dr. Pulli Rollen mit 16,5. Jetzt steige ich hier mal ein bisschen in die Eisen. Jo. Oh. Sind die Dr. Pulli Rollen mit 16 Gramm. Die reduzieren das Drehzahlniveau. Und fliegen mir hier schon wieder die Chitin-Brüder ins Gesicht. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Wahrscheinlich habe ich gesagt, dass das also wirklich Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau ist. Na, guck mal, hier entsteht da ein Neubaugebiet. Sieht fast so aus. Und ja, Verarbeitung und Spaßfaktor und Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich grandios. Ob ich jetzt einen Downtown 125i kaufe oder einen Downtown 350i, von den Nebenkosten bleibt es ja einigermaßen gleich. Das hat einfach den Hintergrund, dass die 125er bei der Versicherung teurer sind. Weil klar, wer fährt 125er Maschinen? Ne? Das sind unsere jungen Krawallbrüder. Nein, nicht nur, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, 300er oder 350er Roller, da brauchst du schon einen Motorradführerschein dafür. Und wer Motorradführerschein hat und Gas geben will, der kauft sich keinen Kymco Downtown, der kauft sich, keine Ahnung, 1000er, 600er Supersportler, eine Hayabusa, irgendwas in die Richtung. Ja, und du, Kamerad, du hättest mich da auch über den Haufen gefahren. Ja, so viel zu unserer kleinen Ausfahrt mit dem Kymco Downtown 350i ABS. Ich hoffe, der kleine Eindruck hat euch gefallen. Und vielleicht kauft ihr euch ja auch bald schon einen. Ach ja, genau, ein Wort noch zur Federung für den Fahrer. Muss ich sagen, ist der Downy wirklich sehr angenehm abgestimmt. Für den Sozius oder die Sozia ist mir gesagt worden, ist es hinten drauf ein bisschen arg straff und auch ziemlich zugig. Also gerade bei Geschwindigkeiten, die so über die 80 km/h hinausgehen. Ja, kann man machen für kürzere Strecken, so 20 Kilometer oder was. Aber ob ich das jetzt unbedingt auf einer längeren Tour haben möchte, da müsst ihr mit eurem Sozius oder mit eurer Sozia mal ein bisschen reden. Und dann seht ihr das schon. Alles klar, dann danke ich euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören, dass ihr euch mein Salbadern hier so lange angehört habt. Und ja, wer weiß, vielleicht mache ich noch ein paar mehr Videos wie dieses. Mal sehen, wie es ausfällt. Bis in Bälde, macht's gut, baba.